Boris Herrmann muss sich umstellen. Erst wieder an so viele Menschen gewöhnen. Nach 100 Tagen auf See machte er gestern Abend seinen ersten Schritt an Land zurück. Wunderbar. Wir haben ja jetzt diese ganz lange Zeit hinter uns, wo wir am Wind gegen den Passatwind übersegeln mussten. Und wir haben uns so gesehnt, endlich anzukommen, denn diese letzten Tage waren extrem hart. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, hier zu stehen. Das ist wirklich fantastisch. Der Hamburger Herrmann hat Segelsportgeschichte geschrieben. Als erster Deutscher beendete er die Nonstop-Regatta um die Welt. Gefeiert wurde der 5. Platz im Gesamtklassement mit einer Sektdusche. Der erste Tropfen Alkohol nach über 100 Tagen. Es war eine harte Prüfung für Mensch und Material. 25.000 Seemeilen über den Atlantik ums Kap der Guten Hoffnung, an Australien und Neuseeland vorbei, rund Kap Horn zurück nach Barcelona. Wir hatten wahnsinnige Kommentare und eine regelrechte Diskussionsrunde auf der Webseite und auf Facebook. Und das konnte ich alles von Bord aus mitverfolgen. Und vielen Dank dafür, das hat uns die Zeit verkürzt. Boris Herrmann ist in die erste Liga des Segelsports aufgestiegen. Das macht auch seine Freundin Ariana stolz. Nach 100 Tagen Zwangstrennung wollten sich die beiden gestern nicht mehr loslassen. Aber schon im kommenden Jahr folgt wohl die nächste harte Probe. Dann will Boris Herrmann nämlich die Vendée Globe segeln. Alleine um die Welt. Auch da wäre der 29-Jährige dann der erste deutsche Teilnehmer. Der Wind für Boris Herrmann steht günstig. Der Hamburger Weltumsegler ist nach der bestandenen Prüfung Barcelona World Race einer der neuen Stars in der Segelszene.